Und logischerweise ohne Füße. Förderbänder haben keine Füße. Das ist ein Grundgesetz der Natur. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Satisfactory Plus. Zurück hier auf meiner kleinen, auf meinem Planeten. Wo ich versuche, die gesamte Welt zuzubetonieren, die Natur auszurotten und alles zu zerstören, was auch nur irgendwie andersweise natürlich wirkt. Und dann durch wunderschönen, glatten, kantigen Beton zu ersetzen, Fabriken aufzusetzen und den Planeten auszuweiten, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich habe mal wieder ein kleines bisschen weitergemacht. Hier hinten jetzt mal die Ecke soweit zugemacht. Das Wasser würde ich sogar offen lassen und eventuell überdecken wir das Wasser nur mit diesen Drahtgittermodellen oder ähnlichen, dass man halt auch das Wasser noch sehen kann, von wegen weiß, hey, guck mal da, da ist Wasser. Aber dann kann man damit halt nichts weiter großartig machen. Das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ansonsten habe ich erstmal nichts weiter hier gemacht. Wir waren ja dabei und haben die 12-fach-Assembler-Fabrik fertig gebastelt. Und die möchte ich natürlich jetzt logischerweise weiterbauen. Der Strom, die Stromgeschichte selber funktioniert einwandfrei. Ne, hier jetzt gerade, immer mal wieder, wenn eine Spitze durchkommt, fängt das System das ab. Das heißt, aktuell geht mein Strom stabil nach oben, weil jedes Mal, wenn ein Überschuss da ist, wird der Überschuss genutzt. Wenn nicht genug Strom da ist, dann gehen halt eben die Generatoren und machen halt eben den Fuel hier weg. Von daher also alles ganz, ganz praktisch. So, wir wollen da weitermachen. Ich muss jetzt einmal in der Mitte den Scheiß wegreißen, den ich gestern verzapft habe. Weil ich mal für 5 Cent nicht nachgedacht habe. Und natürlich wollte, dass der Anschluss für unten dahin platziert wird, wo der wenigste Platz für unten ist. Anstatt hier drüben auf der anderen Seite, wo ich ja oben anfange. Und dann wäre hier unten genug Platz für den, ne? Und das gleiche andersrum. Ich müsste jetzt hier oben den Anschluss für die obere Geschichte machen. Was halt Bullshit ist. Deswegen, upsala. FG, G, reißen wir mal ganz kurz alles weg hier. Die ganzen Splitter, Merger, alles kommt jetzt wieder weg. Die ganzen Förderbänder kommen jetzt wieder weg. Denn das muss jetzt alles andersrum. Ich weiß ja jetzt, wie es geht. Von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm dann. Jetzt die Förderbänder. Diese neuen Abreißfunktionen sind mega gut. Mega gut. Ich feiere die hart. So, und dann logischerweise die Dungs noch. Die kommen dann alle weg. Du kannst halt wirklich einfach nur das abreißen, was du abreißen möchtest. Und der Rest bleibt einfach stehen und fertig. Das ist wirklich eine absolute Erleichterung. Und verhindert halt eben dieses unnütze. Zum Beispiel, wenn du diese Stapelbahnleitern stellst. Bevor du die Leiter kaufst, diese Großleiter, hat man immer diese kleinen Dinger gehabt. Diese Stapelbahn-Förderbänder. Da waren ja auch Leitern dran, ne? Und die abzureißen war immer so ein Krampf. Jetzt wird kein Problem mehr. So. Machen wir es also nochmal und diesmal aber richtig. Fangen wir also einmal an. Zuerst mal packen wir hinten die Wand hin. Das ist als allererstes. Wir haben es jetzt schon mal hier drin. Zack. So. Die Wand. So. Da ist Ende. Jetzt kommt als nächstes unser Freund der Sender. So. Der ist zu weit. Der passt. Der ist auch nicht in der Wand drin, genau. Das ist hier am besten den Anfang. Dann kommen wir jetzt zu den Conveyor-Mergern. Bevor wir das tun, logischerweise, nee, nicht Merger, sondern Splitter. Bevor wir das tun, machen wir logischerweise mal die Splitter hier drüben rein. Die müssen erstmal hier oben hoch, ne? Genau. Der geht aber andersrum, weil der geht ja dann in die Richtung. Genau. So, so, so. Und so, so, so. Zack. So, so, so. Und hier nochmal. 3 hoch. Zack. Dann können wir jetzt die unteren abreißen.
Und jetzt die Merge aber das mal andersrum drehen, weil das geht jetzt in die andere Richtung des Dingens. Einmal so. Einmal so. 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 Und fertig. So. Dann ist nach links und rechts die Förderbahn da rein. Da soll das Zeug ja hin. Es ist, ups, hier muss verschüttelt. Es ist so einfach, wenn man schon weiß, wie man es machen soll. Das wird dann tatsächlich alles ein bisschen geschmeidiger, ne? Krass, oder? Ist echt krass. So, zack. Und das Gute ist, wenn das Modul erst einmal gebaut ist, dann brauche ich es halt eben nie wieder bauen und wir können dann glücklich leben bis an das Ende unserer Tage. Dann kommen jetzt die Förderbänder T1. Darunter und dann in die Richtung, genau. Dorthin und na komm. Daran, darunter. Okay, die sind alle richtig. Jawohl, das sieht gut aus. Jetzt die andere Seite. Oben ran. Und dann darunter. So. Okay, auch hier jetzt wieder alles schick, ne? Genau. Jawohl, das sieht alles gut aus. Und jetzt können wir hier oben auch gleich den Anschluss hinstellen. Dazu brauchen wir jetzt aber wieder die Plattform. So. Und darauf jetzt dann wieder den Sender. Und wie schön es jetzt passt, das ist so krass, oder? Faxit Item Sender. Ups. So, gucke. Wie schön das jetzt passt, wenn man das auch richtig hinstellt. Wenn man es dann richtig hinstellt, versteht sich. So, das wäre jetzt zu weit. Das passt. Und jetzt mit dem Förderband Tier 3 einmal durch. Wir fangen jetzt aber von unten an. Sonst wird es schwieriger mit dem zu machen. Aus dem Sender in den Verbreiter und dann einmal komplett durchziehen den Spaß. So. Und dann in den da unten noch rein. Zack, fertig. Jetzt andersrum. Aus dem Sender in die Splitter. Und dann in den letzten Splitter und schon ist es fertig. Gucke an. Ems, das waren jetzt 8 Minuten seit Videobeginn. Und ich habe das Ding einmal komplett umgebaut. Wofür ich in der letzten Folge quasi die halbe Folge gebraucht habe. Nice. Jetzt kommen wir zum nächsten größeren Problem. Und zwar müssen wir jetzt ja die Ergebnisse der Produktion. Wir machen dann einen halben hin, oder? Eine halbe Foundation? Ja, ne? Komm, machen wir. Zack. Halbe Foundation. Das sieht ein bisschen besser aus. Dann schiebt das Ding nicht so in der Luft, sondern wirkt dann wie so ein Regal quasi. So, zack. Gucke an. Auch das wieder ordentlich schick. Warum? Achso, Moment. Die Wand ist noch falsch. Deswegen war ich verwirrt, weil die Wand noch falsch ist. Die Wand muss logischerweise noch ein bisschen gefixt werden. Machen wir jetzt gleich noch. Das wäre nämlich so. Und so, und jetzt können wir da den halben machen. Gleich kommt wieder ein Autosave. Achtung, 3, 2, 1. Fertig. So, einmal drehen, zweimal drehen, damit es wieder richtig rumsteht. So, jetzt. Oh, die kriegen wir gar nicht. Oh. Ah, Moment. Wir müssen die Wand einmal falsch stellen, dass wir den Fußboden vernünftig falsch hinbauen können. So. Genau, einmal die Wand dorthin. Jetzt den die halbe Foundation daran. So rum. Zack.
Und jetzt können wir die Wand korrigieren. Zack. Nehmen wir ruhig den Sub-Modus. Und dann Sub in diese Richtung. Max, vielleicht mal nur bis dahin. Nee, achso, ja, genau. Zwei. Okay. Na, das wird doch. Das wird doch super, wird das. Ja. Kommen wir jetzt mal zum nächsten Problem. Und zwar müssen wir jetzt die Sachen hier hinten nach hinten rausziehen und irgendwie zurück ins System leiten. Und ich habe noch keine genaue Ahnung, wie wir das machen wollen. Wir werden vermutlich mal hier in der Mitte ein Förderband durchziehen, was die Sachen dann überträgt. Aber wo lassen wir das dann raus? Wo wäre ein sinnvoller? Ich meine, wir könnten es einfach hier. Ja. Jetzt hier, warte mal, ich ziehe mir die Wand durch. Oder machen wir hinten. Wir haben hier hinten, unten haben wir den Anschluss. Dann passt das, glaube ich, ein bisschen von der. Vom Style her ein bisschen besser. Nee, warte mal. Aber es ist ja geil, wie rum was drehen. So. Jetzt kommt da dann der Item Receiver hin. Genau, den wollen wir jetzt so hinstellen. Zack. Passt dann da jetzt noch der Merger hin? So, der Conveyor Merger. Ja, genau. Der würde sogar passen. Gucken wir mal. Und dann das da rein. Das da rein. Ein bisschen knirscht. Item Receiver. Habe ich dich falsch umgestellt? Ich habe ihn falsch umgestellt. Ich depp. Moment. Wäre ja auch zu einfach. Da. Grüner Fall ist Output. So rum. So. Der sammelt die Sachen rein. Da geht's raus. Dann Förderband nochmal. So. Okay. Da kommen die Sachen dann hin. Dann können wir das hier auch zumachen. Und dann sieht es auch gar nicht scheiße aus. Wie gesagt, ein bisschen knirsch ist es. Aber eben nicht scheiße. Okay. Jetzt müssen wir einmal das Zeug von hier rumleiten. Oh, guck mal. Und wir haben natürlich praktischerweise hier bereits Platz. Weil irgendwer war so clever und hat den Platz genutzt hier, um da oben zu bauen. Guck mal. Wie schön es ist. Als hätte ich es von vornherein so geplant. Nice. Okay, fangen wir also an. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt eine ganze Menge Merger. So, die Merger gehen dann immer in diese Richtung. Genau, zack. Alle hops. So, dann geht der hier rum, unten längs, mergt sich hier mit rein. Und geht dann nach dort aus wieder raus. Genau, zack. Ja, wir sind auf dem Boden. Sah gerade ein bisschen aus, wenn es würden hier Luft schwimmen, aber nee, das war alles so geplant. Da raus und da raus. So. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben. So, hier ist der erste schon mal. So. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir auf einem Tier 4 Förderband arbeiten wollen, heißt es, die Hälfte der Sachen kommen von hier rüber. Das heißt, ersten paar verbinden sich nur mit dem Tier 1 Förderband. Das reicht. Jetzt müsste schon. Gehen wir noch aus, jeder produziert 60. Wir haben bei 60, 120, 240, wären wir schon zu viel. Okay. Lass mich kurz gucken. Wir nehmen mal ganz kurz unseren Calculator raus und schreiben es auch richtig, wenn es geht. Dankeschön. 780 durch 12 wären 65. Oh. 65? Oh shit. Okay. So, das heißt, jede Fabrik kann bis zu 65 Items produzieren. Wirklich? Okay, shit.
Wir gehen mal von 60 aus erstmal. Beziehungsweise, der Output ist ja meistens sowieso. Okay, was ist das, wir machen? Wir machen alles mit Tier-1 Förderbändern erstmal. Wir haben nämlich keine Ahnung, was wie reinkommt. Und später, wenn man das Ding gebaut hat, muss man es eben entsprechend upgraden, je nachdem, was du da produzierst. Klar, ich könnte auch alles jetzt auf Tier-3 machen, aber weiß ich nicht. Vielleicht ganz später, wenn wir wirklich Tier-4 haben, da können wir vielleicht überall Tier-4 ranmachen, keine Ahnung. Aber das fühlt sich jetzt ein bisschen wie Verschwendung an. Wir ersetzen mal alles durch Tier-1 und dann, weil wir nicht wissen, ob jetzt der Output wichtig ist, Input 1 oder Input 2 wichtig ist, wir können es einfach nicht wissen, weil die Fabriken selber halt eben immer wieder andere Prioritäten haben. Ersetzen wir erstmal alles nur mit Tier-1 Förderbändern. Oder Plastik machen wir überall nur Tier-1 Förderbänder rein und werden dann später, wenn die Fabrik steht, dann halt eben die richtigen Förderbänder reinsetzen, wo die Tier-1 reinkommen, wo die Tier-2 reinkommen und bis dahin wird alles Tier-1 und fertig. Das ist dann die einfachste und sicherste Lösung. Vermutlich wird es dann wieder Fälle geben, wo ich das Ding aufstelle, anklemme und dann feststelle, dass es zu langsam ist, weil die Förderbänder nicht hinterherkommen. Aber das ist dann ein Lernprozess, den ich selber durchgehen muss und das liegt dann nur an mir und nicht an irgendwelchen komischen Mechaniken. So, da kommen wir so durch, ne? Ja, perfekt. Zack. Einmal quer durch. Das wird dann schräg, ne? Ja, das ist schräg. Das ist voll schräg, Alter. Zack. Und dann einmal da durch. Und logischerweise ohne Füße. Förderbänder haben keine Füße. Das ist ein Grundgesetz der Natur. So, dankeschön. Gut, dann kommt das jetzt hier längs und dann wird es dann hier weitergeschoben. In die Außenfabriken, rein in den Merger, reingemerged und dann in den Output. Nice. Mal reinschauen, da sind überall Förderbänder dran, das passt. Okay, die Inputs selber passen auch, ne? Input. Das sieht alles gut aus. Das sieht alles super aus. Okay. Und dann hier gucken, dass ich es vergessen habe. Aber das sieht alles super aus. Sehr schön. Damit ist auch der Output geregelt. Wir können jetzt das Ding zumachen. Zu den Karton. Ups. Ich habe keine Eisenplatten mehr. Was zum Hör? Da. Jetzt haben wir neue Eisenplatten. So, und dann einmal so. Und so. Okay. Cool. Da noch zumachen. So. Jetzt die Frage, wie machen wir das schick? Die Türen machen wir, wie gesagt, nur rein, wenn wir die brauchen. Da können wir, also Türen würden quasi fast eigentlich überall passen. Da kann man überall noch reingehen. Da gucken wir dann nach dem Aufstellen, wie das mit den Türen aussieht. Machen wir jetzt eine normale Fensterreihe oder machen wir wieder die Ecken als Fenster? Jo, pass auf, wir machen mal einen Glaskasten, oder? Pass mal auf. Da haben wir ja hier die Fenstermodule. Full Frame, Hex Frame oder Single Window. Dann würde ich sagen, für die Fenster außen machen wir so ein Single Window. Sieht für die Kante sieht halt besser aus. Zack. Single Window. All the Single Windows. All the Single. Sorry. So, das sind 3 hoch. Das passt ja, ne? Ja, das passt. Da dann den Fußboden drauf.
Ja, das ist die richtige Höhe. Dann machen wir hier mal ganz kurz die Ecken leer. Dann wird es ein bisschen luftigeres Gedöns hier. Okay, vielleicht bei den Fenstern vielleicht ein bisschen doof, weil das dann durchguckt, ne? Sieht uns aus. Geht noch. Ist noch nicht scheiße. Nicht wirklich schick, aber auch nicht wirklich 100% scheiße. Ich hab... Was? Metallplatten schon wieder. Hallo, Kinders. Macht mal mehr hier. Komm mal her. So. So. Pops. So. Das wird gut. Das wird, wird eine schöne, kantige Fabrik. Mal wieder. Aber ganz ehrlich, die lässt sich sogar gar nicht anders bauen. Die muss so kantig sein. Zack. Zack. Und zack. So. Jetzt kommen da Fenster dazwischen noch. Und hier würde ich jetzt die komplett glatten Fenster nehmen. So. Einmal komplett offen. Oder? Das wird, glaube ich, das offenherzigste. Die offenherzigste Fabrik, die ich gebaut habe. Alter, wieder. Okay, ich fahre da gleich rüber und hole das Zeug von Hand ab. So. Halt da nicht. Da kommt jetzt der sowieso durch. Nach oben gezogen. Okay. Und dann einmal hier noch die Fensterreihe durch. Müssen wir natürlich auch noch Aufkleber ran machen für die Vögel. Dass sie nicht dagegen böllern. Ich kennt mal diese großen schwarzen Adlerbilder. Bevor die wieder meckert, gib her. Mehr, wir brauchen mehr. Mehr. Zack. So. Okay. Und dann jetzt zumachen. Und wir brauchen wieder Platten pro Foundation. Das heißt, gleich wird er wieder meckern. Ich habe keine Platten mehr. Kinders, Platten. Da ist er. Nee, die Iron Shields. Und die habe ich nicht im Lager, weil die sind immer noch irgendwo... Die sind immer noch verschollen. Irgendwie kriege ich weniger Eisenplatten oder mache ich weniger Iron Shields, als ich brauche. Ich befürchte eigentlich, dass das Lager aktuell noch eine höhere Priorität hat als andere Sachen. Weshalb es dazu kommt, dass die Sachen im Lager zuerst gefüllt werden, was vielleicht nicht die beste Option ist. Also ich gehe da ran an das Lager, hole die Sachen da raus jetzt... Dann füllt er jetzt das Lager wieder auf mit den Eisen-Sheets, mit dem Eisenblech. Und wird dann anschließend erst danach wieder die Fabrik befüllen. Ja, ich vermute mal, das Eisenblech selbst ist vermutlich. Es geht auch viel drauf für das Zubetonieren der Welt tatsächlich. Oh ne, okay. Aber hier sieht man schon, ne, er füllt jetzt erst das Lager auf. Was wir verhindern können, wenn wir das Lager einmal komplett abklemmen. Haben wir noch eine andere Verbindung hier? Nee, ne? Das ist die einzige Lager? Nee. Da wäre noch eine Verbindung. Das heißt, wenn ich das Lager abklemme, müsste das Lager einfach isoliert bleiben. Und dann, wenn ich es neu anklemme, wird es quasi als neuester Zusatz zur Fabrik gewertet. Die ist aber auch so an... Nee. Hier ist wieder... Ach, jetzt schickt ihr das nämlich da dann darüber, ne? Ja. Das Lager ist auch so ein bisschen Kernpunkt gerade noch. Bei der Versorgung der Fabrik. Oder? Da geht's darüber, darüber.
Nee, warte mal. Wir haben da die Verbindung vom Kern raus, vom Kern rüber, 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 da längs, da quer durch. Das passt. Und hier ist, ja. Das heißt, es ist das. Ah, okay. Das Lager war kein Leiter, sondern das Lager war auch Abnehmer. Das geht dann darüber, darüber und da wieder zurück. Auch wenn wir die Leitung trennen, ist das Gebäude trotzdem verbunden. Perfekt. Dann los. Also, sollte funktionieren. Das Problem ist dabei jetzt nicht, dass die anderen Maschinen plötzlich keinen Strom mehr haben, sondern dass, wenn ich das jetzt abnehme und andere Fabriken gehören mit dazu, dann würden die anderen Fabriken dann plötzlich auch als neu deklariert werden, was dann wieder doof ist und wieder entgegen dem ursprünglichen Prinzip meiner Idee wirken würde. Das Lager müsste jetzt komplett abgeklemmt sein. Yep. Nichts mehr drin. Cool. Und jetzt zählt das Lager als neuester Zusatz in der im Faxesystem und damit als neuester Anhang bekommt erst die Sachen als letztes. Das heißt, erst werden alle Fabriken versorgt und wenn dann was über ist, dann geht's ins Lager, so wie es sein sollte. Das heißt, es sollten noch hier keine Eisenbleche mehr reinkommen. Gucken wir doch mal. Sondern erst, wenn es die Fabriken versorgt und was dann noch über ist, geht hier rein. Und das sieht so aus, als wenn das klappt. Cool. Ja, bitte. Dann haben wir das auch das mal wieder geregelt. Ah, schön. Ich hätte wohl jetzt Eisenbleche mit Eisenplatten mitnehmen sollen, ne? Statt nur der Eisenbleche hätte ich vielleicht doch Platten einstecken sollen, aber na gut. So. Dann jetzt ja mal zumachen noch, verkabeln. Ja, ich müsste auch mal die Stackgrößen im Dings erhöhen. Im Netzwerk. Aber das Problem ist halt wieder, ich habe da noch nicht genug Möglichkeiten. Meine, wir bräuchten sowieso mehr Kristalle, aber ich habe noch. Ich werde das Salz noch nicht los. Aktuell lagert sich, staut sich das Salz auf, wie bekloppt. Und ich werde es halt nicht los. Und ich möchte es aber auch nicht voiden. Ich will aber auch nicht unnötig zu viel produzieren. So. Okay. Ja, es sieht scheiße aus. Das sieht kacke aus. Also entweder machen wir da auch komplett Glas an oder wir machen es komplett so, aber das hier, das sieht kacke aus. Das ist nicht schön. Das waren sie alle. Was ich halt nicht mag bei diesen Fenstern, bei diesen Komplettfenstern, ist halt eben diese Kante am Ende. Obwohl, wenn die Kante an Kante nicht. Auf. Das geht eigentlich, ne? Nö, das geht eigentlich. Das können wir so lassen. Wie gesagt, das können wir ruhig so offen lassen, das passt. Ja. Ja, doch, doch, doch. Das machen wir jetzt so. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Vermutlich war es irgendeine wilde Kombination von, wo es halt eben nicht gepasst hat. Aber hier so. Schon sehr geil, ne? Wir könnten natürlich, wenn wir das jetzt ganz übertreiben wollen, könnten wir quasi alle Fabriken nur aus Glaswänden bauen. Die gläserne Fabrik. Das ist natürlich auch eine coole Idee, oder? Dass du die ganzen Fabriken, die ganzen Dinge überall rumstehen siehst. Und halt eben komplett offen. Nein, ich werde jetzt nicht meine kompletten Module umbauen. Nein, werde ich nicht tun. Aber falls jemand neu anfangen möchte und eine Idee hat,
Das wäre mal eine Maßnahme, oder? So. Da musst du, glaube ich, auch mit 50 Licht arbeiten, denke ich mal. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so kacke. Nö. Das ist ganz okay so. Wir könnten jetzt auch noch eine Schräge reinmachen. Eine Dachschräge tatsächlich, hinten, wenn wir wollten. Aber ich finde das, nö, das passt schon. So, Kastenform ist auch mal, ist ja auch nicht verkehrt, nicht? Gut, den speichern, ist nur noch, anklemmen noch. Wir müssen ja noch anklemmen, den Spaß. Dazu nehmen wir jetzt mal wieder unseren Freund, das Faxit-Netzwerk, und einen Anschluss. So, der kommt hier logischerweise mittig hin. Und diesmal sind wir so clever und verbinden es auch direkt, nicht? Nicht wie beim letzten Mal, wo ich dann bei den Dieselgeneratoren, wo ich das Ding auf zwei Seiten anklemme und dann halt eben nicht verbinde. Was dann natürlich doof ist. So, den dorthin und den dann damit ran. So, und jetzt noch Strom direkt darunter. Hier müssen wir das Ding an die Decke tackern, ne? Ja, wir müssen hier das Ding an die Decke tackern jeweils. Wieso? Was ist denn hier passiert? Scheiße. Geklaut einer. Fuck, okay, warte mal. Das müssen wir neu fixen schnell. Hier klaut einer Assembler. Was soll denn das? Also wirklich. Nichts ist hier sicher. Junge, 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 Junge. Zack, den da wieder ran. Und dann wieder mit den Förderbändern. Zack. So, schon gefixt. Ich hoffe, es fehlt jetzt nicht mehr. Hab ich irgendwas. Ich weiß nicht, beim Löschen irgendwas erwischt. Aber ich habe doch mit Filtern gearbeitet. Das geht doch gar nicht. Du guckst ein bisschen in die falsche Richtung. Das geht auch so nicht. Danke, so geht es. Okay. Ich hoffe, sonst fehlt nichts. Ansonsten müssen wir es halt eben dann nachträglich nochmal vor Ort fixen. So, aber wir brauchen jetzt immer diese Penurix, um die Fabriken zu betreiben. Hä? Gut. So. Der nächste wäre dann hier. Oh, keine Kabel. Ich habe keine Kabel, aber Kabel haben wir hier. Passt, danke. Ich nehme den zweiten Schwung hinterher. Okay. Den können wir auch hier direkt hinpacken auf den nächsten Sprung und dann den anklemmen und den dritten anklemmen. Und jetzt sollten wir vielleicht dann eine Ecke überspringen. Genau, das ist ja Mitte sowieso, das passt. Und jetzt wieder so und so und so und dann daran. Perfekt. Dann hier anklemmen. Den dort. Den dort. Boah, das sieht lecker aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Okay. Die sind alle ausgereizt. Das heißt, da hängen auf jeden Fall 12 Dinger dran, ne? Das heißt, wir sind jetzt voll verstromt, voll verkabelt, voll vernetzt. Die Maschinen sind bereit, haben alle In- und Outputs dran. Die Fabrik selbst ist damit jetzt einsatzbereit. Wo ist mein Ausgang? Jetzt werden die großen Sticker für die Vögel hilfreich. Wo habe ich... Ich habe doch hier irgendeine Platte weggerissen, dass ich hier rein... Da drüben war das, ne? Ja, da. Dass ich hier rein und raus kann. Die tackern das wieder drauf. Und
Jetzt wird gespeichert. Das ist jetzt der epische, nee, der legendäre Bauplan für 12-mal Assembler. Also 12x Assembler. Als Icon machen wir logischerweise den Assembler, den wir irgendwo hier, da haben. Zack, Select Image. Und als Farbe machen wir natürlich jetzt das Max X. Bams. Okay. Save Blueprint. Und das war's. Das ist, was es ihn kostet. Und das ist überraschend günstig tatsächlich. Ich meine, es sind nur Assembler und ein bisschen Faxe-Zeug, klar, aber. Ja, nö, das. Play-Designer. Egal. Und jetzt können wir in der nächsten Folge das Ding aufstellen, anklemmen, Kanister machen. Oder machen wir erst den Bauplan für die. Wir machen erst noch den Bauplan fertig für den Verpacker. Und wenn wir den haben, dann aufstellen, anklemmen, Diesel produzieren und. Diesel produzieren. Nee, nicht Diesel. Fuel. Kanister herstellen, Fuel reinpacken, einlagern und den Rest schreddern. Das ist der Plan. Kriegen wir hin. Das soll es aber für die Folge gewesen sein. Wie übrigens, wenn es dir gefallen hat, gerne mit subscriben oder links und rechts auf die Videos klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö, tschö.